gucken, wie das jetzt aussieht, glaube ich. Na, wie geht's? Wie geht's dir? Ich muss mal gucken, wie viel Leister wir spielen. Kennst du die Webseite hier? Habe ich letztens gesehen, das ist so ein Autosieger. Das ist cool. Der geht ja durch Star GD Results durch. Das ist praktisch. Mal gucken, wie das wird. Macht's Kahn mit oder nicht? Kahn ist Nummer 2 des Disziplin. Achso. Okay, jetzt mal sehen. I gotta say, more or less the same. I finally have internet properly. Man, it's horrible also. It's not nice. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Luigi is better than just try to like get off the back. €5 from everyone that hasn't attended before. Has attended before. Yeah.
a participating? Did you give me the money? You look like proper embarrassed. Don't you? It's because I got it from Nick. Film hast du mit? Thank you.
Smashbase.gg. Aber ich bin auf jeden Fall unter nichts falsch. Das ist über Khan Sheep, doch. Der Jeeper ist auch besetzt. Zieht mich mal nicht so hoch. Seit 18 ist überhaupt nicht gespielt. Tu mich mal unter die ganzen. Unter Bock, wenigstens. Na gut, Numaz merkt das ein bisschen traurig aus. Numaz? Beim Shutdown machen. Ich will heute noch ein Shift to the Bridge spielen. Was mein Gott, aber ohne. Aber auch Pan. Ja. Musst eigentlich du mal Geld bezahlen? Ja, dann will ich nicht. Er ist nirgendwo direkt, ja. Willst du eigentlich auch ein Ranking jetzt bekannt geben, oder? Ja, jetzt haben wir den Kürbis. Nee, mach ich am Morgen nicht. Everybody pause your games, please! And everybody listen up, I've got an important announcement to make. We have a new power ranking for Berlin. We start, as always, with the runner-ups, the people that didn't quite make the ranking but left somewhat of a mark. It's Olong, RML, and Ach So. In 20th place, a complete newcomer, Moody. In 19th place, we got Muff. Both these players share 17th place with very equal results and very equal votes by the panel. It's Ace and Pink Bud! Number 16 on this ranking is Jungle. Number 15 goes to Ophis. Number 14 on this ranking is Mars Barclay. And this is where the low level players stop. In 13th place, we got the Magic. What do you mean? In 12th place, returning from a long hiatus, it's Rivka. Close contention here, but it's Banana Marmelade. Barely
etching him out in 10th place is Bob Target. Top 10. In 9th place, we have Straw Stream. And 8th place goes to G-Pipes. In 7th place, we got 3rd. 6th place is Nistrad. And in 5th place, we got myself. While in 4th place, barely etching it out, is Gedman. Third place, just like last time, barely etched out by Nabeeman, is Parseco. And in 2nd place, we got Nabeeman. First place goes to, of course, Caron. People with not like enough attendance with 5 out of the 6 necessary tournaments would be Nikki. Honorable mention. We also got Swilldorf, who attended 1 event. We have Pensive sitting at 3. Just like Brooke Papa, who came here 3 times from Leipzig. And also with 3 attendants, barely not making it, is Lele. And this is your fall 2023 Berlin Power Ranking. Give it up for you. Now on to the main event of Bracket tonight. We're going to start on stream with Duman versus G-Pipes. Other than that, we got Leon Kagumba versus Dr. Roy, Boff Target versus Rivka, Luma's Strongest Disciple, which is Khan, versus Ace, Muff versus RML, Banana Marmelada versus Magic, Nick Strat versus Pinkbutt, and Lil Fruzy versus Luma. Dr. Roy. Das könnte interessant werden. Slippy hat nichts so anzuzeigen. Das ist nicht im Game. Was geht, Arthur? Wie geht's? Okay, wir haben. Das kannst du gerade nicht mal sehen, wie das ist. Vorhin der war schlimmer. Ich
Wenigstens bist du nicht gealtert. Oh, doch. Ein Tag. Ich habe einen Tag. Ist ein Tag ein Jahr, wenn es ist? Also sieben Kinder plus ungefähr ein Tag. Lebenszeit. Anyway, wir haben Duman gegen G-Pipes. Du hast einen von den geilen Duloader da hinten in der Ecke. Alles so vollgestellt. Okay. Komm ran hier. Duman gegen G-Pipes. G-Pipes konnte Duman bis jetzt noch nicht killen. Was ein bisschen scheiße ist, weil er ist ja Marv. Marv hat ja ab einem bestimmten Punkt die Seuche, wie wir alle wissen. Und es sieht mir aus, als würde er gerade tierisch unter der Seuche leiden. Während Duman den Damage, den er am Anfang nicht reinholen konnte, jetzt langsam aber sicher Move für Move, einzelnen Hit für einzelnen Hit wieder gut macht. Ja, G-Pipe steckt ein bisschen im Sumpf gerade. Ah, Sumpf nennst du? Ja. Ich nenn's die Seuche. Die Seuche, ja. Ich sag immer, Marv bleibt im Sumpf hängen. Okay. Finde auch funny so. Mhm. Also es fühlt sich immer so an, als ob du im Sumpf hängst, weil du irgendwie nicht diesen einen Hit bekommst und du fühlst, als ob du dich nur noch Rubbery bewegst. So. Ja, aber er hat gerade eine sehr hohe F-Smash getroffen, die dann auch gekillt hat bei 150 oder was es war. Das hat auch Downer dafür gehen. Okay, das waren schöne Prozente. Aber wie viel bedeuten sie wirklich? Was machst du mit 59% jetzt erstmal? Also was ist jetzt dein Gameplan? Grab kriegen und einen Tipper wahrscheinlich? Ja. Ne? Ja. Aber oh, okay, oh, da war man üben. Aber Puff will natürlich auch in der Luft sein, deswegen... Oh, Puff will in der Luft sein, hätte ich nicht gedacht. Ja, komisch, ne? Da ist ein Ballon. Ballon? Und Ballons streben nach oben. Okay, das killt auf jeden Fall noch nicht. Ja, so ab 90% wird's widerlich. Yo! Tschüss. Das ist ein Punish, der killt jetzt? Ein Tipper, Smash, ne? Ja, Tipper, ja. Oh, er wollte für Tipper Downsmash gehen. Kommt auch schneller raus, ist ganz gut. Hätte wahrscheinlich auch geklappt, hätte er den Tipper getroffen. Aber das Positioning ist ein bisschen schwierig, weil der Tipper von der Downsmash sehr viel kleiner ist als der von der F-Smash. Ich glaube, das hier ist ein starker Test of Patience für Garrett. Während für Duman ist es einfach so, naja, gucken wir mal, ob wir den Setup kriegen, weißt du? Ich weiß auch gar nicht, wie den Computer vielleicht irgendwo auf dem Boden. Oh, das ist noch ein Rest? Mein Schoß poppen. Ich weiß auch gar nicht, wie gut Duman zurzeit ist. Er hat gesagt, er hat seit HTS nicht gespielt. Aber er hat gesagt, es war ein Turnier in Nürnberg. Ah, true. Ich weiß nicht, ob jetzt das letzte HTS Icemas war. Ich glaube, ja. Ich glaube, Icemas meint er vielleicht. Oder war er bei Icemas? Ich glaube, vielleicht war er bei Icemas gar nicht und war bei dem Mal davor erst. Das war noch ein HTS. Auf jeden Fall ein gutes Stopping gerade. Und du lässt dich gerade nicht von irgendwelchen Aerials stoppen. Dann lässt du dich von Aerials stoppen. Ja, gucken wir mal, wie viel Spaß Garrett hier hat. Weil das ist auf jeden Fall ein Playstyle, den Garrett nicht gewohnt ist aus Berlin. Weil das macht wirklich niemand hier. Garrett gegen Third. Die haben nur einmal gespielt und da hat Jan 3-0 gewonnen. Und das war am letzten Turnier von der letzten Season. Also vor zwei Wochen, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl von unseren Hard-Spielern, dass wahrscheinlich auf Target der bessere Pickepuff. Mhm. Slayer? Slayer, I guess. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht ausführlich, aber... Ja. Danke. Ihr müsst übrigens nicht so nah an den Mikrofon. Doch, wir reden ja, ruhig. Wir reden ja ruhig, damit die uns nicht hören, möglicherweise. Ach so, ja, nicht, also Konsti kann ja auch immer so 2 Meter davon wegstehen und das hört stimmt. Ihn trotzdem. Okay, und das ist der gleiche, der ebene Stefan hier. Garrett konnte mit der Up-Air hier den Stock beenden, aber ja, es ist... Oh, das ist es, das ist das erste Game. Der Mann, der Grab war ein bisschen zu spät. Ja, und Duman, das wäre hier übrigens ein Major Upset. Duman, unranked. Aber... Ist Duman jetzt hier nur so aus mal herkommen? Oder Duman zieht her, der zieht bei uns ein tatsächlich bis Ende des Jahres und zwar ab in 2 Wochen. Also ist er wortwörtlich jetzt Berliner? Nee, aber er bleibt nicht so lange. Er bleibt bis Ende des Jahres. Nein, aber er hat ja auch einen Studienplatz hier und so. Also, ach so, er bleibt dann länger. Also in der Stadt. Genau, in der Stadt bleibt er auf jeden Fall. Japanisch mit dem Grab. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit Puff sich ducken gegen Marv's Grab und auch gegen Sheik's Grab und auch gegen Falcon's Grab, immer eine gute Idee. Ja, voll. Oh, das war so knapp, Alter. Holy shit. Einfach weggeschleudert einmal. Und da haben wir wieder den ebenen Stefan. Er hat die Abwehr nicht gekriegt, ich hab's richtig gesehen.
tut man richtig auf den Lauerkram die ganze Zeit in den Marsch wieder drin. Aber so spielt er auch, so spielt er auch. Aber G-Pubs kennen die noch nicht, oder? Die kennen sich die, nicht. Die haben sich noch nie gespielt. Die haben sich noch nie gerochen. Oh, oh, der King Rest! Das ist ein sehr, sehr oldschool Rest von dem Spieler The King, dem kanadischen Puff-Spieler aus der MLG-Ära. Es gibt nur Rests und Rests, wieso kann das ein besonderer Rest sein? Das Setup. Die werden immer nach, also die Setups werden, genau. Und dieses Setup von Nair Rest wurde von The King, dem kanadischen Spieler, Puff-Spieler aus der MLG-Ära in so 2005, 6, 7. Von dem wurde das erfunden. Ich habe das Gefühl, aber dass das G-Pubs auch ein bisschen aufblüht. Wer? G-Pubs. Er wird aggressiver. Ja, auf der Stage. Er wird stichiger. Auf der Stage ist er wirklich überall, ne? Das ist natürlich, da fühlt man sich ein bisschen scheiße. Oh, aber ja, weißt du? Er steckt im Sumpf wieder. Er ist gerade wieder versumpft. Aber auf der Stage ist der Sumpf auch nicht so schlimm. Da gibt's Cure für die Seuche, sag ich mal. Ich weiß nicht, der Sumpf ist so ein bisschen psychologisch mehr heftiger. Weil du denkst, ich bin hier schon auf Yoshi, wieso kann ich ihn immer noch nicht killen? Also so geht's mir auf jeden Fall. Guck mal, aber, aber du meinst. Dumans Evasiveness ist wirklich gut. Ich glaube, er hat Double Team gemacht, bevor das Match anfing. Könnte er nicht auch langsam einfach nur gut werden? Oh! Oh mein Gott! Und Dumont, 3 Stocks zu einem auf Garrett's Counterpick hier. Jetzt bleibt er wieder schön an der Ecke. Ich mag es, dass Dumont so mixed up spielt. Wenn er vorne liegt, spielt er sehr defensiv. Wenn er so eben ist, dann ist er halt die ganze Zeit in his face. Es gibt so Spieler, die haben eher so eins, was sie gut machen irgendwie. Ja, dann die Mixe machen. So wie da. Holy shit, und Dumont mit dem JV3 im zweiten Game auf Yoshis. Turns out, weniger Platz für... Dumont hat auch einfach Der ist auf dem Laptop, Marius sieht den Chat. Ich sehe den Chat. Ich meine, es sind meistens 2 Leute, die zugucken. Von wo ist Dumont, wurde von Sifo gesagt. Dumont ist aus Stuttgart. Ofis. Sifo ist Ofis. Oh. Mhm. Ich habe ein schönes Bureau gemacht. Lieb. Das ist ein tolles Bureau. What a bunch of nerds shaking my head. Yeah. SMH my head. Und das. Oh, er hat den Pivot nicht bekommen. Ich habe mal eine heated debate habe ich mal über mich ergehen lassen müssen, als ich gesagt habe, als Zayn angefangen hat, gegen HBox zu gewinnen, dass ich Pivot Tipper nicht cool finde. Ich finde es so, sieht halt langweilig aus, oder? Ja. Oh ja, ja, ja. Ja, gib mal her. Ah, da ist der Laptop. Ja, Marius hat ihn an sich gerissen. Du machst Strongest Disciple 3-0. His first victim. Kann, aber wenn du mit falschen Namen mitmachst, dann wirst du wieder nicht ins Power-Ranking reinkommen. Ich komme oft genug, dass es reicht. Nice. Ja, wirklich. Okay. Diesmal for real. Nice, Khan. Ich freue mich drauf. Ich weiß, ich sag das immer und komme dann immer so 2-mal im Jahr, aber... Down. Aber das reicht ja auch, oder? Das Power-Ranking? Nein, 6. 6 sind es, ja, ja. Es sind halt... Mal 6-mal attended. Nein, davor, da waren es nur 3, aber ich finde 3 viel zu wenig. Weil, also wir haben 28 Turniere, 3 sind zu wenig. Aber vielleicht wären 4 auch ganz sinnvoll? Nein, 4 ist auch zu wenig. Ich krieg das schon hin. Okay. Schloss Charlottenburg kann man parken. Ja. 1 Euro. Apropos hinkriegen. Das ist Game Changer. Oh! Naja, mal sehen. Ja, okay, fair, ne? Ich wollte die Sachen eintragen, ich bin euer Sacheintrag. Okay. Den Gewinner von den beiden. Oh mein Gott, und du mal mit dem Comeback im dritten Game, alter Schwede. Comeback von was? Naja, er war 3 Stocks zu einem hinten. Nice. Oder 1 Stocks zu 3 hinten. Nice. 3-0. War Sheik Peach? Hat er Sheik gespielt? Finn hat Sheik gespielt und... Oh, und da holt sich Garrett das erste Game. Ich habe nicht Results. Seine Sheik wird auf jeden Fall besser. Nice. Mali schreit auch schon im Chat, dass G-Pipes aufwachen soll. Aber jetzt muss er 2-mal Dreamland über sich ergehen lassen. Wie viel Bock er darauf hat, wer weiß. Vielleicht wenig. Möglicherweise 2-mal. Dreamland. Ja, vielleicht verliert er auch schon beim ersten Mal. Nochmal zu der unpopular Opinion, dass Pivot Tipper nicht so cool ist. Senu hat mich angeguckt, völlig entgeistert und meinte so, Bro, das ist so schwer.
Und dann, da gab es noch keine UCF, ne? Und dann ist uns aufgefallen, es ist nur deswegen so schwer, weil alle Controller kaputt sind. Ja. Mit UCF ist es doch eine ganze Ecke leichter. Die Down-Air war schön als Prevention gegen den Uptilt von Duman, weil Duman wieder ein Rest-Setup gefunden hat. Vielleicht schon wieder eingefunden. Oh! Und da kriegt das nicht und es müsste reichen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Voll. Ich kann nie einschätzen, wie stark diese Attacke ist. Sie ist gewaltig. Ja, sie ist gewaltig. Hol dich aus diesem Sumpf raus. Oh! Autsch, einfach mal so 20%, die nehmen wir. Ist schon mächtig, ne? Ist auch gewaltig. Ist auch ein gewaltiger Move. Und Down-Air, ja. Down-Air Grab, okay. Pivot-Tipper. Nee, er geht für die Fair, aber kriegt nichts weiter raus. Ich glaube, ich würde an Marshall dafür einfach für eine F-Smash gehen, weil so, du kriegst aus einer Fair jetzt auch nicht mehr. Ich sehe die ganze Zeit G-Pipes immer so empty Pivots machen, die F-Smash nicht treffen. Das ist traurig gerade, weil er irgendwie so jetzt schon wieder einen Stock weiteren Lead haben können. Okay, dann mal rein. Trifft er einfach eine F-Smash wieder raus. Aber im ersten Game hat es auch ein bisschen so angefangen, das G-Pipes, wobei er war aber nie im Stock-Lead. Okay, cool. Das war ein schönes Mix-Up mit dem her. Der ganze Platz, den Duman hier hat, der irgendwie hilft er ihm nicht so richtig, ne? Herod ist schon ganz gut. Wer hat gewonnen? Fuck. Oh mein Gott, wir sehen einen Forstock am Horizont. Und das auf der sumpfigsten Stage überhaupt. Ja, Duman hat die ersten beiden gewonnen. JB 3 Stock of Yoshis. Aber jetzt holt Garrett auf. Es sieht mehr nach einem 40 aus. Wollt ihr irgendwas als nächstes auf dem Stream? Du musst gegen Nick. Ja, das könnten wir on Stream spielen. Sure. Ja. Und wird's ein 40 hier für Garrett. Das ist natürlich eine coole Position zu sein. Auf dem Weg in Game 5, aber wird's nicht. Kannst du mal runterscrollen gegen den Numanus? Achso, Loser of A. Das ist Dr. Roy gegen Leon Kagumba. Ja. Ich habe mal ein Game von Zane gesehen gegen Army Box, wo er ihn auf Dreamland geforstockt hat. Und da war es genau so Last Stock. Und Zane hat sich noch gesagt, don't get cocky. Weil der Umschwung kann halt kommen, wenn du einmal im Sumpf bist, kommst du dann nicht mehr raus. Ja, voll. Und er ist ja gerade versumpft. Aber gut, er kriegt natürlich keine Never Rest. Das Ding ist halt auch, er kann ja auch nicht resten, weil alles ist Rest Punish. Okay. Game 5, Baby. Waren auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt 4 Stocks nur durch F-Smashes. Mit F-Smashes gekillt worden. Das geht gleich wieder an. Ja. 2-2. Ja. Wir machen den nicht aus, der hat einen aktiven Feed von der Wii und das läuft durch Slippy. Und Slippy hat keine Menüs oder sowas. Slippy rekonstruiert einfach nur die Inputs vom Game. Und deswegen ist da schwarzer Bildschirm, wenn kein Dings ist. Ach, das wäre natürlich ein Rest gewesen. Ich glaube, Stocklead ist hier sehr wichtig gerade. Ja? Der erste Stockhold wird wahrscheinlich das Game holen. Das call ich jetzt. Okay, guter Call. Ich sag, das stimmt nicht. Mein Call. Interessant. Wer hätte sich das denken können? Oh wow, dass die Bär gereached hat. Okay. In die Zehenspitzen. Tipper nicht bekommen. Und der Duman landet nicht auf der Top-Plattform. Er wollte auf der Side-Platt landen, aber auch wenn die Stage wie dafür gemacht ist, dass man Marv avoiden kann auf den Side-Plats, ist es trotzdem so, dass er mit einem Sprung oder einem Uptilt trotzdem die Side-Plattform erreichen kann. Deswegen ist hier die Top-Plattform umso wichtiger für Puff, finde ich. Gerade um auszuweichen. G-Pipe schafft es gerade, weniger aggressiv zu sein und weniger für irgendwelche Setups reinzufallen, die in einem Rest landen können. Das ist, glaube ich, ganz gut gerade. Er spielt auf jeden Fall mehr derständiger, passiver, ja. Wartet was ab, whip-punished mehr. Er wallt ihn gut auch. Ja. Er steht einfach nur da in Center und wallt ihn, genau, wenn, er ein ja, bisschen, genau. wenn er ein bisschen Stage-Positioning sich erarbeiten kann, aber er nimmt sich's nicht einfach so, er probiert es sich wirklich zu erarbeiten. Er sucht sich den Grab und dann trifft er und ist fein damit. Ich hätte mir ein bisschen gedacht, dass es für G-Pipe sinnvoller wäre, wenn er schon mal öfter gegen den gespielt hat, aber... Vielleicht hat er es wirklich gebraucht, weil er hat ja zwei Games Aufwärmung gebraucht, um in die Reihe zu kommen. Junge, oh mein Gott! Oh.
Und Duman lacht. Duman kichert in sich rein, sagt, naja, eine Elf-Smash ist immer länger als die andere. Oh, hätte resten können, hat er nicht. Ja, eigentlich ein guter Moment zum Resten gewesen, auch vom Prozente her. Ich weiß nicht, Duman weiß bestimmt mehr als wir in dem Matchup. I guess schon, ja. Aber Edge Garden, das scheint er nicht so richtig gut drauf zu haben. Diese Crouch-Karte, also es passiert halt nicht mehr, weil G-Pipes einfach nicht mehr reingehen. Mhm. Duman droppt wirklich jedes einzelne Edge Guard. Das war am Anfang des Sets auch schon so, als er die Matches noch gewonnen hat. Der Unterschied ist nicht die Edge Guards, die er verkackt, sondern die Rests, die er nicht kriegt. Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und es ist schon wieder so Four-Stock-Potential auf dem Tisch. Ah, oh, und dann war der kleine Sprung zu kurz. Der fünfte, der hat dann keine Power mehr. Der kleine Ballon ist langsam sehr faltig. Es wäre lustig, wenn Puff so immer labbriger werden würde. So viermal auf der Luft abzustoßen, Dennis? Naja, aber sie ist ein Ballon, also. Schon wieder. Was macht sie da? Rising Pound. Sie poundet durch die Welt. Aber dem Ballon geht es gerade nicht so gut, wa? Nee. Der Ballon sieht ja aus wie ein Team Rocket Ballon. Der wird immer labbriger. Oh! Und Garrett geht es immer besser, je mehr Menschen sich hinter ihm sammeln. Und je spannender das Spiel wird, glaube ich. Mm. Als kleiner Turniermensch. Ich weiß gar nicht, welche mehr im Sumpf steckt gerade. Ist gerade wirklich schwer herauszufinden. Garrett, so oder so. Das erste Edgeguard, das erste successful Edgeguard in dem ganzen Set, glaube ich. Nee, er hat einen Edgehog, glaube ich. Nee, hat er nicht. Auf dem Yoshi's Game hat er auch keinen Edgehog gekriegt, glaube ich. Es war sehr strange, dass er schon auf der anderen Seite war, weil, weißt du, das wäre dann ja auf der einen Seite angefangen. Ich hab's null verstanden, war ich. So wie du mal geklärt, hat er es auch nicht verstanden. Mit den Leuten. Duman geht für die kleinen Rest-Setups, er will den Up-Tilt unbedingt kriegen, gerade ist, oh no. Oh, no. Das tötet auf keinen Fall. Nee. No, no. 28%. Doch nicht so gewaltig. Hm. Ja, hat das so Knockback-Scaling oder sowas, dass das immer krasser wird? Diesen Move null, ja. Es gibt auch im Pokémon diese eine Attacke, wenn der Gegner nur noch halbe HP hat, dann ist die Attacke doppelt so stark. Das ist so eine Wasserattacke. Und ich bin so, warum? Er ist doch schon... Hä? Okay, die Prozente sind gefährlich. Das ist schon wieder ein extremer Tipper-Clearing. Oh, schon wieder kein Edgeguard. Oh mein Gott, und er ist einfach ein bisschen zu schnell. Und Duman wird ein bisschen verzweifelter. Man grabbt auch null, ist mir gerade aufgefallen. Also er grabbt wirklich sehr wenig. Oh, da ist er. Nevermind. War der Grab. Oh, der Dash-Attack wird immer ein bisschen verzweifeln, finde ich. Mhm. Der Dash-Attack ist der Move, den du machst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich mach den ständig. Same. Voll. Ehrlich, dann mach ich ihn auch immer unfreiwillig. Ich müsste was anderes machen. Ist keine Generalisierung bei der Dash-Attack. Es kommt dann doch ein bisschen auf den Charakter an. Oh nein, ich bin immer verzweifelt. Das war schon komplett richtig. Same. Ah. Okay. Oh, kleiner Ball. Naja, gut, drei Stocks werden. Sorry, machen wir es nicht vor. Drei Stocks werden das mit Wenn es ein Charakter das machen kann, dann Puff. Ja, ich sehe es nicht. Weil Marth. Nicht gegen den Hals. Marth hat die Seuche und Puff hat Rest für den letzten Stock. Duman am Tanzen. Sie bewegen sich einfach nur umeinander herum. Das ist einfach gerade Handwarmer. Ja. Ja, es wirkt ein bisschen. Jeder macht auf seiner Station so. Aber es ist Handwarmer, aber sehr intens. Ich meine, G-Pipes hat keine Problematik da irgendwie. Ja. Einfach nur zu warten. Kann schön, ja. Es sind so, halt noch es zwei Minuten auf dem Tacho. Also. Ja. Handwarmer, aber beide schwitzen wie die geölten Affen, weißt du? Schon wieder kein Edgeguard. Rolle wäre es gewesen. Okay. Und da haben wir es. 3-2 für G-Pipes. Was für ein Comeback. Für the man, the myth, the legend. Interessant. Ich glaube, wieder alle Stocks nur durch F-Smashes. Ja. Ich habe das Gefühl, das hätte Duman eigentlich haben sollen. In Game 3. Und dann war es... Und dann kamen the Pipes. Da gibt es auch eine schnelle... Der Blitz. Egal. Nein. Pippins! Mario, darf ich dir ein Ergebnis zuflüstern? Ah, ja. 3-0 für mich gegen Matt. Genau.
Schmaxi gegen Schnickschnack. Schmaxi gegen Schnickschnack. Ist das ein Set, was sehr oft schon passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass dem so sei. Ich kenne den Fox gar nicht. Der ist ja nie da. Das stimmt, den habe ich auch lange nicht mehr. Obwohl, das ist gar nicht wahr. Maxi ist immer da. Und natürlich ist er auch zu diesem Hero da. Das sind jetzt aber wirklich Handwürmers, ne? Das ist jetzt gerade nicht... So wollen sie das Spiel nicht spielen. Genau so wollen sie das spielen. Ich finde immer, wenn man zwei Spaceys spielen sieht und dann sieht man irgendwie mindestens, also ein Spiel mit mindestens einem Floaty parallel laufen, denkst du immer so, die Spiele wie so auf Double Speed oder so schnell gedreht. Gerade wenn man sich an dieses langsame Floaty-Game gewöhnt hat und dann guckt man so rüber und dann so pip, 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 und dann ist so okay. Maxi sieht mit seinen Haaren so aus, als ob er ein Game of Thrones Haus führen würde. Das, ja, es stimmt. Das ist gewaltig. Vielleicht so... Das ist ja was Westliches. Ja. Nee, nicht so nördlich. Ja, könnte auch ein Lannister sein. River Run oder so. River Run sehe ich auch. Toll. Okay, hier wird sich noch gestritten, wie man hier richtig Schnick, Schnack, Schnuck spielt. Ich habe jetzt vor Jahren gegen gespielt, als ich hier im Puff so mega close, weil ich irgendwie ganz gut gegen Puff war, daneben einen spezifischen Tag, und da hat er auf Fox gespielt, der einfach so zerstört. Der Rest ist wieder dann Puff geschaut. Ja. Ja. Ist auch. Ja. Okay, wo starten wir auf? Yoshi ist interessant. Ich finde ja, die Stage ist eigentlich immer sehr schön. Aber... Da geht es auf jeden Fall richtig ab, finde ich, wenn... Ja, voll schön. Weil es so klein, schnell ist. Okay. Immer noch Handwürmer, krass eigentlich. Schön. Ich habe Maxi ewig nicht mehr spielen sehen. Maxi hat einen sehr schönen Kopf. Aber Nextshot hat in letzter Zeit sehr viel auch zugelegt. Mhm. So, ja, ich glaube, es könnte spannend werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es spannend wird. Ja. Wie gesagt, ich kann skill-wise Maxi gar nicht mehr einschätzen, weil einfach zu lange nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Als er gespielt hat, aber Nixon hatte ja ein paar krasse Upsets. Also ich glaube, das mal, kannst du hier irgendein Gameplay hingezogen oder hat Konstantin nur sehr gestruggelt? Aber ich glaube, es gab da irgendwie mal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, dass Nixon wirklich ein Game hat. Ich glaube, oder zwei Games, aber es war nicht ganz ein Set irgendwie. Ich glaube, es war schon irgendwie so. Da war ich Sven ist immer mehr, der hat immer alles Sets im Kopf. Ja, das stimmt. Er kam wirklich mit so einem großen Sprung gerade zur Tür rein, dass man so denken könnte, aber er hat es gehört aus der Ferne. Ihr braucht Stats? Was ich an Maxis Fox so mag gegen Falco ist, dass er so ruhig bleibt. Mhm. Er engaged wenig. Sucht sich immer seine Openings, hat den Rücken immer zum Falco. Leute, das war mal ein Klassiker. Was ist aus Jedo geworden? Dennis, wir wollten gerade. Apropos die Klassiker, wie sind die Stats zwischen den beiden? Ja. Die haben letzte Season gar nicht gespielt, weil Maxi nicht da war. Genau, aber wir haben nämlich schon gesagt, wir haben die nicht gegeneinander im Kopf, aber ich habe Maxi lange nicht mehr gesehen. Aber gibt's bei denen. Klar, ich guck mal nach. Du bist doch die Ergebnis-Enzyklopädie. Die Ergebnisbox. Oh, Nixon hat seinen einen SD gerade sehr eindrucksvoll wieder wettgemacht. Ja, wirklich. Mit zweimal sehr präzisem, einfach innerhalb von wenigen Sekunden gefinisht. Mit sehr präzisem Treffen, finde ich. Ich hätte nicht. Das ist ja so sharpshoot. Die Moves haben gesessen. Okay. Die Upsmash 8:3 für Maxi. In der Season davor war es 8:3 für Maxi. Aber ich wollte schon sagen, also mag sein, aber Nixon hat ganz schön zugelegt in der letzten Season. Nick ist letzte Season so viel besser geworden. Ja, deswegen. Auf jeden und Fall. Maxi habe ich zumindest selten spielen sehen. Das heißt, dass er wenig gespielt hat. Hat er. Er hat nur Counter-Strike gespielt. Ah. Ja. Und dann hat er sich jetzt einen Charakter ohne. Nee, doch. Er hat ja auch Splaser. Er kann noch ein bisschen umsnipen. Ja, das kann er doch jetzt, hä? Aber er hat kein Messer, deswegen weiß ich nicht, wie gut es ist. Vielleicht hätte er doch Marv nehmen sollen. Ah,
Ja, das ist tatsächlich Maxis Lieblingsstage. Ist auch eine verdammt schöne Stage. Ist wunderschön, ist auch meine Lieblingsstage. Da hat mir irgendwann mal jemand gesagt, ja, die ist auch gut für Ski. Und dann war ich so, oh gut, ich würde mich trotzdem einfach auf die spielen. Ist mir scheißegal, wie die schlecht wäre. Ich liebe zum Beispiel Yoshis, aber sie ist in so gut wie jedem Matchup meine schlechteste Stage. Und so, naja, okay. Also du liebst nur Yoshis wegen konsistentem Gesicht, das ist da im Hintergrund. Oh, das war und Samu als Wolke. Marius, du hast ja dich die ich Woche... Kann ich ein Ergebnis eintragen? Ja, ja natürlich. Nein. Also Leon Kalumba hat, glaube ich, 3-2 gewonnen das Match. Dann habe ich 3-0 gewonnen. Eben. Gute Arbeit. Danke, Bert. Wie viel hast du gewonnen? 3-0. Krass. Ja. Ich finde gut, dass du nochmal nachgehakt hast. Auf jeden Fall. Der kleine Fruz. Ja, Maxi, Maxi zaubert ein bisschen. Er holt so ein bisschen die Sonder... Er holt so ein bisschen die Sondermoves raus. Die Special Moves, die B-Moves? Nixon hat sehr präzise und sehr geradlinig letztes Mal die Stocks gemacht und Maxi macht es jetzt ein bisschen mit den kleinen Überraschungsmoves. Mit den Tricksen. Er hat einen fiesen Shine-Spike gekriegt, ja. Er spielt seine Game-Seniority aus. Das war komplett geradlinig. Ich glaube, Maxi spielt länger als Nixon, ja. Oder? Ja. Maxi spielt so seit 2013-14. Der einfach hängenbleiber. Oh, da wollte er nochmal cool sein. Ja, ja. Dieser eine Shine-Spike, den er gekriegt hat bei sehr niedrigen Prozenten, war die Hölle für Nick Strat, denn jetzt. So schlimm ist das nicht. Ja, sie fand auch als Seed und ist trotzdem noch sehr cool geblieben und hat es komplett in Ruhe fertig gemacht. So wie hier? Ja. Oh. Macht schon ziemlich gut irgendwie. Still going. Oh okay. Mein Gott, der Edge-Cancel-Meister. Da, wo Maxi den Edge-Cancel verkackt hat vorhin, weißt du, hat Nick den gekriegt. Das ist Absicht. Das ist logische Spielerei. Ich ziehe das gerade einfach nur ein bisschen runter. Ich finde das irgendwie schön. Ja, sickes Punish-Game. Nikola ist auf jeden Fall gut drauf, den würde ich nicht begegnen wollen. Also es würde aber nicht wehtun, weißt du, das wäre nicht so brutal. So wie G-Pipes zwischendurch. Der hat was ausgefangen. Junge, Junge. Ich bin so verwirrt gerade. Und das ist Down Air. Yo, da kommt der Shine-Spike! Junge, Maxi mit zwei Shine-Spikes holt er sich Game 2. Das war Luck. Guck mal, er verschmitzt das Lächeln hier, freut sich jemand. Das war nicht Luck, das war Präzision, Alter. Das war Präzision. Das hätte genau anders gemacht. Ich meine, ich verstehe das verschmitzte Lachen. Ich würde auch so sagen, wenn ich gegen Falco sowas kriege. Maxi ist auch ein Upsmasher. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Und aber er ist auch ein Fulljumper, hast du gesehen? What's up, Smasher? Maxi ist auch ein Upgamer. Yo, der $200-Engel! Holy fuck! Aber ihm wird einfach gerade ins Gesicht gepisst. Schade. Und Nixstrat entspannte 50 bisher gefangen. Nixstrat ist sehr gut drauf. Es hat ihm fast gut getan, gerade eben nochmal kurz zu verlieren. Da ist dieses Stage weg. Schöner Foul-Shield. Schöne Reaction auf den No-Tag. Okay, beide mit einem kleinen Mess-Up, aber das ist ärgerlich. Kein Galint bekommen. Oh, wie hat das reversed? Passiert immer genau das Gegenteil von dem, was ich denke, was passiert. Ja, ich weiß nicht, ob sie überraschend spielen oder. Und ja, genau das wollte ich. Überraschung. Aber Nix wird ein Homie, wird bestimmt einen Homie-Stock geben. Es standen gerade Kahn, Nummer und Felix. Phil. Standen hier. Und ich dachte mir, das war früher doch so Smash-Seniority, oder? Ja, Kahn nicht so. Kahn nicht so. Also im Vergleich zu Phil und Luma auf keinen Fall. Kahn hat so 2013 angefangen. Ah, spät angefangen, aber war sehr gut, ne? Überanstrengend. Ja, wer super. Wäre dann auch noch Arthur, aber der hat auch spät angefangen, oder? Arthur hat so 2009 angefangen. Pinkfall. Ja, Max. Ja. Mit dem Weinrot. Mit dem Weinrot. Maxi hat schon ausgeglichen gerade den zwei. Ich hab nicht hingeguckt und auf einmal ist es ausgeglichen. Wow. Ja. Aber nichts lässt sich mal wieder nicht aus der Ruhe bringen. Ja, die Art so nicht gereicht. Die ist ein bisschen ersoffen auf dem Weg. Meine Hypothese ist, wenn die Leute nicht so gut drauf sind, aber nicht so agitiert, dann spielen sie besser. Dafür gibt es sogar Evidence to support that.
Der beste Sommer auf Smash, den ich je hatte, war ich heartbroken. Und ich habe so krass gespielt. Das ist tatsächlich, da gibt es Gründe, wieso das so ist. Unsere Wahrnehmung ist anders, wenn wir deprimiert sind oder schlecht drauf sind, als wenn wir gut drauf sind. Aber ich habe es nicht anders wahrgenommen, ich habe besser gespielt. Nee, ich meine, du wärst total fokussiert, ohne dass du das weißt. Ah. Also du bist mehr, du siehst Details besser und kannst sie besser gezielt verarbeiten, als wenn du gut drauf bist. Wenn du gut drauf bist, bist du globaler. Da hätte man schon für den Abschluss gehen können. Er hätte für die kleine Schaufel gehen können, aber er hat es nicht gewagt. Für die kleine Schaufel, die kleine Schippe? Die kleine Schippe, ach so. Kleine Schippe, große Schaufel? Die kleine Schippe, große Schaufel. Oh. Kreiswalder Schaufel. Kleine Schippe, großes Shirt? Sie swirl, sie twirl? Oh no. Ich finde es so lustig, dass, kannst du mal bitte hier bei Nick auf. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich finde es so lustig, dass dieses Lied, die Get It A Nice Shirt, sie squirt, sie twerk, das ist nie erschienen. Aber wir hatten das mal in irgendeinem Dropbox-Ordner. Ich habe das mittlerweile in meinem ja, Kopf. Voll. Warum habe ich es in meinem Kopf, es ist so lustig. Nicht es, mal gibt? Es gibt es nicht mal. Oh Gott, Dennis, du musst wirklich, das muss aufhören. Okay. Geht Maxi Battlefield? Okay. Sehen wir einen weiteren Game 5 Banger. Ich finde Battlefield ist nicht gut gegen Falco. Ich habe so viel Schiss auf dieser Stage gegen Falco. Ja, weil oder? Weil diese obere Plattform so weit nach oben geht. Voll! Same, same. Oh, oh mein Gott! Er hätte den Schein nehmen können. Ja, er hätte den Schein nehmen können, hat er nicht. Oh mein Gott! Aber den Slide-Off auf dem Schirm gehabt, Alter. Das war ein ganz schön scheiß Stock. Das war... Schönheit. Ja, aber er kann so verkackt. Ja, aber sehr gut. Ich bin ready für den Headshot. Okay. Nur Falco darf das. Nur Falco darf einen Solo-Prozent Dash-Attack machen und Schaden bekommen. Ja. Schöner Grab. Okay, ja, Maxi war nicht sicher, was für eine Attack-Option ihn erwartet. Ist unglaublich interesting, wie Maxi mit dem Laser umgeht. Er macht immer Dashback, Shield, ja. Backer. Ja. Das wirkt zu sehen. Er ist aber auf jeden Fall richtig gut darin, aus dem Laser zu dashen. Ja. Holy fuck! Ja, ärgerlich, dass er da nicht schnell genug reagiert hat. Ist egal, 175%. Ich habe noch nie einen Falcon im Sumpf gesehen, aber soll mal vorkommen gegen einen Fox. Oh. Schöner. Und Nick zum dritten Mal in Folge dieselbe Option, nämlich auf der Plattform innen tacken. Ich habe das Gefühl, dass das Maxi jetzt schon so ein bisschen den letzten so gespielt hat, wie er den Zug habe ich ja schon verloren. Und dann immer so, ach, nee, ist er noch nicht. Okay, jetzt ist er wirklich weg. Wirklich schön, wie schnell Maxi immer ready ist für diesen Dashback. Ja, voll. So preemptive, wie immer sofort. Ich glaube, er achtet auf nichts anderes. Oh, Maxi hat für eine Down-Air die alt, glaube ich. Und das ist der Stock. Nixchat spielt gerade sehr präzise und sehr wenig aus der Ruhe gebracht irgendwie. Dafür, dass das Tempo generell so schnell ist, finde ich, spielt er eigentlich relativ entspannt. Ja, das ist... Das hast du vorhin über Maxi gesagt, aber ist zumindest, also wenn ich sie jetzt so sehe, finde ich das nicht. Ich finde es genau andersrum. Okay, aber ich habe auch weniger Ahnung. Ich glaube, ich sehe ich was komplett anders als du. Aber das, was du meinst, ist ein Vorteil, den Falco sowieso hat, weil er mit dem Laser den Boden immer gut dominieren kann. Er kann die Gegner immer irgendwo da locken, wo er ihn haben will. Aber wenn du da achtest, habe ich das Gefühl, dass Maxi kaum engaged. Aber das stimmt, das stimmt zwar, ja. Aber ich habe das Gefühl, er hat auch mehr so Wuscheligkeit gemacht, wenn er es gemacht hat. Wolltest du das entscheiden? Mit dem Laser gefressen und den Schein hinterher? Oh mein Gott, schöner, was für ein schöner Dash-Dance. Ja, ja, oh, diesmal nicht nach innen gerollt und Maxi war sofort ready für nicht nach innen rollen. Das ist so risky, dieser Dash-Dance auf dieser Abtil. Ich finde das so unheimlich. Mhm. Weil du kommst dann einmal in den Vortex rein, dann kommst du da nicht mehr raus. Voll, ja. Du bist im Strudel einfach. Du gehst in den Strudel rein und dann bleibst du im Strudel drin. Du bist caught in the undertow, just caught in the undertow. In den Strudel rein, ist du im Strudel drin. Ja. Ich bin ein Strudler. Du bist ein Nudler. Gerade. Marius, Dennis spielt ja in Cottbus am 13., ne? Nächsten Freitag. Und die haben einen neuen Song, den sie noch nicht rausgebracht haben, der ein absoluter Banger ist. Ja. Wie findest du grundsätzlich bei einem Konzert, wo einen Leute nicht kennen, neue Sachen spielen, unveröffentlichte Sachen spielen? Cool. Ich find's voll gut, oder? Ich war so voll wie, wenn ich's nicht kenne, dann fühlt sich die Männer so special, wenn die sagen, hey, wir haben das noch nicht genau, gespielt. Genau, das ist wie ein Premium. Voll. Und dann sagst du so, oh, das kommt raus. Und dann war so wie, hey, kommt da nicht was raus? So, ist cool. So, ich hoffe einfach noch, dass Maxi irgendwie noch ein Gimp bekommt. Noch ein Gimp? Nein, noch ein Gimp bekommt. Aber, und das ist das 3-1. Okay. Aber ich finde Maxi war sick. Maxi hat gute Arbeit geleistet. Kannst dich voll schön auf Lasers bewegen. Ja, ein bisschen eigentlich. Ja. Bin nicht so stark gefühlt.
Das danach hat manchmal nicht funktioniert oder oft, aber da wirst so erstmal die Bewegung an sich fand ich richtig gut. Hat mich ganz gut gemixt. Du wolltest manchmal geschildet und er hat immer, wenn er mich wenn ich sein Schick abgesmasht hat, hat er immer was gekriegt. Du hast immer der Speck-Shield-Specker gemacht. Alle spielen, Mann. Hat das eine Spark die Option einfach, die ist nicht so gut, aber. Die ist nicht gut. Der muss eine Musa spielen. Nee, ich meinte nicht immer, ich meine Kahn. Ja, die spielen schon. Deswegen geht es nicht, die haben schon angefangen, weißt du? Ich würde lieber irgendwie einen Drill oder so. Ich krieg halt nicht sorry, top player ja, du kannst trifft oft, aber ich krieg nicht wirklich was raus. Ja, du kriegst ein Chip damit. So, Dennis, I was confused. Grabs waren extrem schön, deine Dash. Did you win? Ja, I did. Ah, that's confusing. Ja, das ist cool. Richtig viel gefehlt. Am meisten hat mir Spaß gemacht, Dennis zu führen. Are you winning? Did you mean? Ja, das ist toll. Das ist immer geil. Hat mir auch Spaß gemacht, zu gewinnen. Wenn man irgendwas auf einer... Wenn man irgendwas Cooles macht, und Dennis gut Ausgang, Leute. Wie? Dann spiel mal gegen Nick on Stream. 3-0 für Paule. Danke, Heide. Nee, sag ich Bracket Fee. Also ich dachte mir, okay, du wirst auf jeden Fall stuck in seinem Leben. Das ist ein lustiges Wort. Das ist wie Azubine oder so. Das ist nee. So. Ja, Azubine ist auch ein tolles Wort. Das eigentlich, ja. Ja, von gar nicht. Ein bisschen damit. Also ich hab's ihm zu oft geschenkt, die Laser-Controller. Ich hab ein bisschen ekliger spielen können. Du hättest mir ein Geldschiff gegeben, was dann, glaube ich, dann doch ein bisschen zu oft geschrieben. He's Jean, he's Jean, he's Jean, he's Jean, he's Jean, he's Jean, he's Piping. Ich weiß nicht, was ich dazu deswegen. In dem ersten Game und in dem zweiten hast du ganz oft geabsmashed. Wir haben schon wieder dein Buch gezeigt hat. Wir haben den Backer und das Hit geschenkt. Das ist aber nie funktioniert. Das ist keine gute Option. Er shieldet das halt. Nee, das ist einfach, das ist schon gut, aber er ist halt aktiv. Du wartest auf Benno und Leon. High Risk, High Reward. Ja. Ich hab dann am Ende halt viel Dash and Grab gemacht, aber ab zu spät Adjusted, I guess. Und Dash and Grab ist halt. Klar, sorry. Und danach. Ist halt gut, wenn er viel shieldet, weil sobald ich grabben muss, ist er halt eigentlich ein Vorteil, weil Grab ja so tiny ist. Das heißt, er muss halt irgendwas machen, dann trifft er nicht. Weißt du was? Seit ich die Sims einmal gespielt habe, ich die Abtilt, ich ja, der ist super cool. Die Welt krass. Aber der hat kaum geklappt gegen ihn. Nee, überhaupt nicht. Fand's auch schade. Gegen wen muss ich denn in Losers? Du musst im Losers gegen den Winner of Duman und Ace. Also okay, nice. Alles klar. Okay. Ich habe letztens überlegt, ob ich zu viele Angst mehr. Das ist gut, aber du musst halt wissen, was damit verbunden ist. Dass wenn ein Schirm kommt, dann wird das eventuell auch eine Abkürzung. Was geht, Chat? Ja, sorry, dass ich heute jetzt nicht ist halt auch gut, ist ja nicht einfach auch nicht. Ja, ich weiß, und das ist irgendwie auch ganz, ganz gut, dass du es sehen, so wie kann, aber muss nicht. Und der hat halt keinen Laser-Kontroll. Nick gegen. Ich hab halt kaum Geld gemacht. Ich glaube, unten ist ein Edding, bin mir aber nicht sicher. Frag mal. Nee. Ich hätte sie jetzt auf einem kleinen Desk aufgebaut, aber das stimmt nicht so. Ich will sie erstmal hier. Sieht es. Wir testen es nochmal. Okay, wir haben Nixtrit und Geldmann. Und ich weiß nicht, ich glaube, es sind noch Handy-Roman. Ja, aber ja. Die Jonas ist zufrieden, dann kannst du, wenn du nach deinen Lächeln und Soßen jetzt bräuchte ich die Soße regnen, die ich jetzt. Ja, Leute, was meinst du? Das ist ein großes Feld. Weiß.
Weiß gegen Rot. Und ist wie das bei so den Pommes. Seid ihr eher Team Weiß oder Rot? Eher Rot. Pommes. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich Rot. Aber ich würde immer viel Ketchup, ein bisschen Mayo nehmen. Okay. Also 3-1 für den roten Fall. Ja. Hä? Ja, haben wir es. Die Pommes-Wahrsagerei. Ich gehe mir gleich das holen, ich sag's dir. Geldmann um Cookie. Der Geldmann has returned. Now we can start the gaming. Ja, ich nehme mal an, du hast gewonnen. Okay. Nicht in Loser Side. Das ist richtig, ja. Das überrascht mich. Mission complete. Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Ich finde, Elternbesuch kann da so und so sein. Das kann immer richtig geil und spannend sein, aber hey, heiße Stadt. Oh mein Gott, der Jake. Oh, Alter. Wow. Ich verstehe nicht, was haben wir denn gesagt. Ja, das kenne ich auch. Ja. Schön. Cool. Direkt Sieg oder ein Kampf. Ihr habt das. Alter. 25 Jahre. Wunderschön. Toll. Glückwunsch. Haben wir den Plan? Ja. It's 3-1 for Luma's strongest disciple. 3-1 for who? For Khan. Okay. Oh. Wait, Khan's playing Chica, right? Yeah. No, nur heute. Yeah, yeah, yeah. Oh. What's the Sheik alter ego? Ah. Lumas irgendwas. Strongest Disciple oder so. Yes. Ah. And you are playing now against the winner of Luma. You just played Lumas strongest. Oh no! Ah. Oh no! Also spielt er nochmal gegen Sheik. Ja. Ja, ah, das ist gegen Niki spielen. Ah, shit. Ja. Ja. Er steht da. Geldmann, ich aber ziemliche Wand gerade, ne? Ja, aber liegt danach wahrscheinlich auf Yoshis. Dann sind wir bei 1-1 und dann. Das war ja noch nicht verraten. Sehr dominant, muss man sagen. Was zu sagen? Ich weiß nicht, ob er auf Yoshis geht. Schon, oder? Glaube ja nicht. Sondern? Keine Ahnung. Aber halt, Mann. Geldmann zerstört ihn sofort. Sofort dann. Irgendwie. Final Destination. Ja, da, Destination. Gegen Sheik spielen. Du machst dran, das so, ja. Gegen Eistreiber. Ja. Natürlich nicht. Ich wüsste eine Person auf jeden Fall in der Venue, die sich sehr darüber freuen würde. Eventuell nicht gehe ich drin oder so. Vielleicht
vielleicht steckt das einfach nur richtig drin. Oder? Kuma, tell me about it. Das ist jetzt gegen G-Box. Ein toller Marv. Ja, aber der kann nicht. Das ist scheiße. Aber der hat gerade gegen den anderen Luma verloren. Ah, wenn er gegen meinen Disciple verliert. Dann sag schon mal 3-0 für mich. Mach ich. Er hat eben 3-1 verloren, aber ich mach 3-0. Ja. Das ist ja nur Formsache. Das ist ja nur sein Schüler, also. Ja, wenn du jetzt als Lehrer da nicht besser performst als dein Schüler, dann wäre das schon schade, wär schon ne? peinlich. Ja. Jetzt anstrengen, weil manchmal ist er natürlich auch Changing of the Guard, weil ich komme jetzt auf die Jungen. Ne? Jetzt ist er entweder gebrochen von dem Sheik oder er hat jetzt eine Ahnung gegen Sheik. So, das haben wir ja auch nicht vergessen. Ja, das ist bisschen, so richtig bisschen Übung. Sieht einfach nur ein Sheik auf dem Spiel und so, oh, jetzt bist du. Jetzt pickt der Sheik und verengt auf dich. Sag mal, meine Pommes-Analogie war aber nicht ganz falsch. Ja, Sieg eventuell nach Hause, bräuchte ich natürlich jetzt zumindest hier nochmal. Das ist bloß fucked up. Ich persönlich bin ja immer dafür, dass wir erstmal Game 5 kriegen und dann können wir mal gucken. Dann können wir entscheiden. Genau. Das ist so richtig. Ich sehe aber ehrlich gesagt Game 5 nicht happening, nicht wenn der Mann des Geldes ein Wort mitzubeten hat. Jetzt sieht es aber gerade auf jeden Fall wieder gut aus mit dem Counterpick. Das ist ein Stock, jawohl. Und noch ein bisschen Lob oder hier. Und dann wird es immer runter. Alles gut, Niki, möchtest du gegen. Nicht jede Woche wahrscheinlich, aber. Ich würde das Spiel spielen. Also Luigi Sheik würde ich sehr gerne on Stream sehen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen länger warten. Ja, dann könnt ihr es ja auch on Stream spielen, wenn ihr wollt. Ja. Kind of Eden again. Let's see it. Let's go. Oh mein Gott. Yes. Ja, voll nice. You're playing the magic and then you're going to play five swan. No, they have like... Hey, game five. I mean, first of all, game four, I guess. Oh mein Gott! Okay. Das ist doch even Steam. Cool. Da, oh mein Gott! 3-0. Ja, yeah. I saw it. It was a little. Die nächste Pommes nimmst du nur mit Ketchup, ja? Yeah? Was Golf. Geht, Golf? Hey, Golf, wir haben uns verpasst. Wie schade. Schade, dass du am Freitag nicht noch vorbeigekommen bist. Das war toll. Weiß jemand schon, wie best du bei Ace aussieht? Ich wüsste gar nicht, dass sie so lange spielen. Das ist Luigi gegen Puff. Das ist so. Ja, okay, fair enough. Ja, das tut mir leid, das habe ich nicht dazu gesagt. Oder vielleicht habe ich es gesagt, aber das ist dann vielleicht ein bisschen runtergegangen. Spielt's jetzt? Ich gehe Numa. Soll ich jetzt? Könnt ihr machen. Doch. Nee, warte mal, Numa spielt gegen Pipes. Das könnt ihr auf dem Stream machen, klar. Luma. Duman. Okay. Ja, Luma. Achso, ich hab Luma verstanden. Ja, aber Luma gegen G-Pax wäre auch Baba auf dem Stream. Ja. Was steht denn Winners an? Wir haben Luma? Im Winners, die wollen erstmal warten. Das wäre okay. Niki und Khan. Ja, dann G-Pax gegen Luma on Stream. Fände ich cool on Stream. Garrett Pipes gegen Luma? Die Legende Luma? Die deutsche Sheik-Legende? Ich schließe mal kurz hier ab, ne? Ja. Thank you.
10 Stunden YouTube-Videos. Spielen.
Bluetooth oder auf dem Fernseher? Oder ja, was? GoPro? Es kommt auf das Jahr, ja. Also, ich glaube, was sie. Ich glaube, Jemo geht für das Abwehr. Komm schon, Luma! Fucking go! Ich glaube, der Sinn ist irgendwie, wenn du die Abwehr triffst. Und das, also irgendwie von den Kombos kannst du alles trotzdem machen mit der Abwehr. Also, wenn er reinjagt, kannst du auch fern und so. Egal, komm, wir hast. Wenn nicht, dann macht die Abwehr am meisten Schaden. Das ist optimal, das ist das Schwierigste gegen den Abwehr. Abwehr. Mega Titan Dash. Dumm zu lang. Das wird halt so, weißt du, ne? Ja. Habe ich ja auch bei dir gegen Jan gesehen. Hast du es ja auch gemacht. Ja, der hat okay, gegen die Kraut ist noch was anderes. Da gibt es einfach die Eisbus for free. Es gibt die Eisbus. So aussieht, als wäre es for free, aber nicht ist. Das ist ja, ich habe das auch ausprobiert und das war so schwer. Oh mein Gott. Oh!
Er hätte Garrett eigentlich müssen. Ich glaube, er hat es aber geschnitten. Der Spieler hat davon gefreut, deswegen ist es ein bisschen such a different chic ride. Yeah. Free over close. Actually. Yeah. Put that in bracket. Close. Dann muss er Fusing, Banane. Der spielt jetzt Fox Squad. Was soll ich gespielt? Was soll ich gespielt? Ein Game. Ich bin schon lange Thank you.
langsam aus? Ich weiß nicht. Zum Beispiel gerade SS, Banane, dem Downsmash, dem Double. Das ist die Downsmash-Defense, aber so. Vielleicht wegen 60 zu 9. Ich fände das ab und zu, aber so einige muss man kurz noch vielleicht. Manchmal ist es so, als würde er so ein Rollback haben in dem Ding. Kann auch sein, weil der PC ist nicht der neueste. Thank you.
Oh mein! Alles in Berlin gemacht? Ich habe Aussichten. Warst du auch in Pergamon gesehen? Hast du halt morgen Update, weil noch morgen ist halt Festival of Lights. Das ist egal. Also sieht man halt auch die Sehenswürdigkeiten etwas anders.
Soldier, falls nur diese. So, wenn das gegen Geld kommt. Ja. Ich glaube, wir können noch ein bisschen warten, ne? Ja. Ich glaube, er heißt nicht Strongest Soldier, oder? Ich glaube, es ist nicht Luma's Strongest Soldier, oder? Doch, so heißt er. Ja. So heißt er, der kommt. Nein, er heißt anders. Nicht. Luma's Strongest Disciple oder irgendwie sowas. Ach so. Hat nicht die Alliteration mitgenommen. Luma's lamest layperson. Luma's determined disciple. Schieß hier, 2-1. Oh, der ist ja knapp. Ja, es war auch, also das Set war doch knapp. Also es war jetzt nicht so die Games, ja. Oh, oh shit. Aber der Bruce kann es für sich entscheiden. Wie ist der Ausgang in eurer Reihe? Ein Klassiker und ungefühlt. Nick gegen Bob? Oder aber jetzt? Nick gegen Maxi. Ah, Maxi? Gegen Niki. Ah. Ja. Luma Strongest. Warum hat Luma Strongest Disciple eigentlich schon gegen mich gewonnen? Nee, das ist noch nicht. Ach so. Was, Alter? Ich hab das schon falsch gelesen. Das heißt nur, dass es on stream ist. Nee, ich hab das daneben gelesen, das 3-1. Oh mein Gott. Man kann ja das sagen. Gut, dass ich die serbische Flagge auch im Stream drauf habe. Keine Ahnung wieso. Schön. Dieses Hochspringen von der Ledge mit der Pferd, das ist so schön. Okay. Nein, ich meinte, bei Polyphon ist es einfach ein Edge Guard. Ich so, ja, okay, cool. Aber ich find's cool. Ach so, nee, er hat jetzt ein paar Mal. Warum trifft das? Das war auch schön.
mein Gott, Kahn spielt ja so eine schöne Ski. Man sieht, dass du so ein Ski für deine Lieblingskarte hast. Ja, es ist so schön alles. Aber ich wusste nicht, dass Kahn so eine schöne Ski spielt. Er ist einfach schön. Er ist einfach schön. Fertig. Das meinte ich. Ja, das war ja die ganze Zeit. Es ist gar nicht. Es ist. Fox ist das langweiligste auf der Welt. Ich sehe einfach viel zu wenig Video. Ja, wirklich. I couldn't bear seeing another Fox, aber das ist wunderschön gerade. Ja! Das war so schön! Warum sehen wir das so? Warum ist das? Was ist geschehen? Sag's, rede! Drück erstmal. Sag was! Wer denn? Kevin. Wer hat 3-0? Kevin! Und der hat keinen Pop-Off gemacht? Ja, sie sind enttäuscht. Nur 3-0! Gute Leute zu Schick spielen zu sehen. Das ist wirklich einfach, das ist mein Bad Rap. Ich dachte, shit, 1-0 Kahn. Er spielt so eine schöne Schick. Hey, wer ist Kahn? Ich kenne nur Luma Strong. Ich kenne nur Luma Strong's Disciple. Aus Serbien. Serbien. Smashes gewollt sind, weil bei mir sind die nämlich nie gewollt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kahn was nicht gewollt ist, macht. Dazwischen muss ja auch so zweimal teilweise raus. Das ist etwas anderes. Ich glaube, es ist ein bisschen wie die Tür, weil es halt immer noch alles so ein blauer der Tür ist. So was als Sheep mit Chess ist dann einfach so wieder die Tür. Oh, ich liebe die Back-Air. Back-Air trifft so schön einfach. Die trifft so von weit weg. Er hat sie jetzt nicht einmal nicht von weit weg genutzt, aber oh mein Gott. Mehr auch schön. Auch schön. Hervorragend. Das ist das, was sie immer sagen, dass man da so Chain grabben kann, aber.
Weil ohne Scheiß, ich mach das ja mit meiner Gags und AI instant. Ich weiß nicht, wie Jamie ist. Bei Jamie kommt es zu Game Flash. Wenn ich das mache, dann ist das. Das ist halt mein Waffen. Wenn ich das mache, bin ich schon lange gearscht. Die Bank, er ist einfach so schön. Schon wieder auf Battle. Ah ne, ihr wart im FD, oh, sorry. Ja. Aber ich habe ja viel zugespielt, oder? Er hat viel trotzdem gespielt, der war ja noch nicht beim Dachte ich, er hat online oder so. Ja, CSGO. Keine Ahnung, Leffen finde ich schwierig. Ja.
Left John so viel, dass, also wenn ich das weiß, denke ich mir so. Ich finde Left immer so voll inspirierend, einfach weil es für mich zeigt, dass Mentality völlig scheiße ist. Bei Flapp ist es recht, Flapp ist auch ultra whiny. Und trotzdem einer der krassesten Spieler aller Zeiten. Das heißt für mich einfach, dass es scheißegal, ob du whiny bist oder nicht. Du kannst trotzdem der Beste der Welt sein. Ja, Amada's Fox ist ja auch ein typisches Produkt von Hassan's Pop. Das ist wirklich so, wenn man sich die Streams anguckt, wo er darüber redet, dann hat er immer noch so nach, das ist jahrelang vorbei, er hat keinen Cent mehr gegen den Kopf gespielt, seit Jahren. Er hat immer noch den Hass von der Fox hat weniger noch keine Passion, sondern ist einfach ein Werkzeug von Kampfkontrollen. Ja. Yes, Khan, thank you. Was ist so hart lachen bei deinem Team? Ali, when will you be back? Ich er macht anstatt PR zum Schluss einen irgendwas. Er hat halt manchmal die falsche Option. Ja. Das ist halt kein Schiff mehr. Oh.
Das kommt natürlich als Meta.
ganz ehrlich. Arthur ist jetzt auch weg. Einfach zu packen. Aber
danke fürs Anfeuern auf Heide, ne? Danke. Ey, das hilft, war so inspirierend, das war so toll. Da habe ich so schlecht gefühlt. Nächste Woche gewinne ich. Das hat mich so glücklich gemacht einfach. Nächste Woche besser, keine Sorge. Bist du auch schick im Fisch? Ja, auf jeden Fall. Hallo, das ist der Berliner Chef. Und? Irgendwie kurz vor 3 Wochen war ein Ami hier. Ja. Ich hab so hier mit gelben Augen angewendet, dass er nicht schick wird. Der Pencil? War es Pencil? Weil das ist irgendwie Bullshit. Ich hätte auch gewonnen. Der kommt, der möchte zurück nach Berlin umziehen. Oh, krass. Oh, so viele Chancen. Das switch ja nicht mehr. Ich bin jetzt so scheiße mittlerweile, dass bei mir vielleicht irrelevant ist, das Spiel ist. Ich werde Fox Spike, keine Ahnung. Ja, komm mal. Was? Es ist immer so frustrierend. Ich hab ein paar gute Ansätze, so aber ich bin so. Ich merke aber, ich bin seit 6 Jahren, dass es nicht. Deswegen meine ich vorhin mit dem. Das, was ich vorhin meinte, dass alle Outfit-Digger haben, die diese Plattform haben. Das ist das Einzige, was ich halte, ist die Plattform. Deswegen so manche, oh, das ist ja voll die schnelle und coole Schicks. So. Ja. Aber, Bro, wenn so ein Geld-Digger fährt, aber nur Bäcker unter der Plattform machen muss. Ich sitze halt da, ich sehe diese scheiß Bäcker, das ist dann trotzdem. Ich hab gleich den keinen Space mehr gesetzt, aber Slippy verfolge ich mal. Space hat gerade schon zwei. Aber Slippy ist Follow. Halt so ein Follow. Thanks for the follow, by the way. Das ist halt so die Sache. Ich danke, Backface. Ich komme nicht raus, deswegen spiele ich jetzt so ein bisschen. Ich spiele was anderes. Ich bin bei mir ist das so, ich bin. Nein, keiner von euch. Platon, was sind die Erfahrungen? Achso, Dennis, komm da raus. Also, ja, das ist ganz gut. Also gut, ich muss Hochzeit und dann noch zum runder Geburtstag am nächsten Tag, also das ist nicht so. Oh, danke für den Follow, Franzos. Ich bin auch irgendwie wirklich scheiße. Es ist so traurig, so die kennt man so hart, die haben sich einfach abzieht. So. Das ist schlimm. Ja. Nee, das ist nicht. Bullshit. Der Fox ist auch ganz okay. Die meisten, die ich mit Sheik gewinne, habe ich so gute, so spiele ich Konversionen beim Games-Szenen und irgendwie anderen. Fox hat so ein, zwei Matchups, die so Königsdisziplin sind. Marv zum Beispiel. Der Marv macht die Liste, aber ich bin nicht Fox. Ich habe halt 30% mit der Spielerfahrung dagegen kostet. Ja, okay. Das ist sehr dritt. Ist immer. Aber ich will ja nicht Leute auf Slippy psychologisch analysieren, aber es ist so ein. Das ist so ein Genre von Marv, gegen mich reinkommen. Ich spiele ein Match Blows, verliere, ich bin egal. Ich switch auf Fox, und er kommt so rein, springt einmal rein mit seinem scheiß Pferd. Ich denke, das ist der krasse Ficker, ich werde dann einmal kommen und löse. Und danach Forstock ich drauf. Weil ich immer weiß, wie man Fox gegen Marv spielt. Und dann sofort Instagram, da ich nicht aushalten kann. Ich hab das Gefühl, Marv nennt sich die größten Bitches auf Slippy. Die quitten immer nach einem Match, das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Entweder quitten sie oder sie wechseln auf Donkey Kong oder sowas, weißt du? Oh, du gewinnst nur, weil ich Secondary spiele. Oh! Oder das Beste. No! Oh! Oh, das war krass. Ich hab's erst jetzt gecheckt. What? Was macht Niki denn gerade? Game Deal! Ich hatte. Wenn ich mal gespielt habe, nur gegen Falkos. Was heißt du von dem Matchup? Es macht so Spaß. Ich finde das schief, wenn du einen Gewinn. Nee, es ist even natürlich, aber es macht Spaß. Wenn sie gewinnt, oder? Nee, man. Ich finde diese ganzen Top-Tier-Matchups untereinander, ich finde, die sind alle mehr oder minder balanced, bis auf 12 Matchups. Ja, CF ist ja nicht Top-Tier. Puff Fox ist nicht even, ist Fox-Fan, aber so Puff-Sheep. Aber keine Ahnung, ich bin so, du kannst halt so, ich sag mal, die häufigsten Matchups, ne? Falco Fox, Fox Marv, Sheep Marv, sowas. Sheep Fox Marv. Also ich
denke, es ist noch so. Ich denke, Marv ist vielleicht so slight punishable, weil er kann nicht grabben und töten. Und Fox, du grabst Marv und du kriegst maximal so 37%. Das ist für mich der Moment, wo ich ihn nicht nehmen möchte. Aber ich denke, ganz ehrlich, Fox hat viel mehr Möglichkeiten, ihn zu bullyen an der Kante und so. Also dieses Scrambles, wenn du einmal drin bist, dann kannst du Marv richtig schnell ausschalten. Das habe ich mir auch mal so gehört, weil ich würde sagen, im YouTube, Center Stage, Spion, vielleicht ganz leicht nach Fehler, aber eigentlich an der Kante, Fox-Table. Okay. Aber Punish ist nur Marv-Table. Es ist vielleicht slightly Marv-Table, weil ich würde sagen, ich habe ja auch CF gespielt heute. Ein schlechtes Matchup, du spürst beim Spielen, dass es schlecht ist. CF Falco zum Beispiel. Nee, also als CF, wenn ich gegen Falco gespielt habe, ich habe gemerkt so, ey, das ist einfach, ich muss doppelt so gut sein wie der, damit ich den schlagen kann. Und bei Mars habe ich das Gefühl, da musst du vielleicht 1,2 mal sein. Oder 1,1 mal sein. Verstehe. So, du musst halt kleine Interactions gewinnen, eine Edge Guard. Für mich ist halt so das Problem, ist halt, dadurch, dass ich einen viel besseren Punish habe, spielst du als Fox so. Du kannst halt im Neutral nichts machen, ohne dass die Hosen drin werden. Vielleicht du kriegst ihn einmal und kriegst halt so eine schöne Backup, der dumm dir halt nicht mehr ist. Du halt so, kannst direkt ihn ein. Ich hab warte mal, ich hätte kannst auch noch einen. Ja, ist schon mal sehr, mehr so aus. Aber es ist trotzdem nicht so sehr Marvel, dass ich sage, okay, es ist jetzt. Das von Twitch, das ist kein. Ja, genau, das will ich halt auch nicht. Obwohl er halt schiebt schon, was ist ja, das halt Gleiche. Ganz ehrlich, ich finde es auch nicht. Nee, ich finde es auch nicht, was ist so, du hast so einen mentalen Nachteil. Du hast einen Schieb-Dynamik als Frau. Ähnlich. Du hast ähnliche Stärken von Mücke, aber du hast halt das Schieb auch gut, der Mücke ist doch Mars. Aber Mars kann eigentlich viel besser punchen, als was Mars kann. Das ist auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei Marv Fox bist du als Fox-Mar, der Angst haben muss, dass er die Daten zu bei Marv Schiegel ist umgekehrt. Marv from Marv Schiegel braucht halt Crackers und die einen hat so etwas, was wir halt einmal Prozent machen. Ja. Da bist du noch das Hübsche ist, kommt vom Marv zu kommen. Relativ straightforward. Er will halt den Crack. Primary Tool ist Downtrend, weil Downtrend ist es, wenn es nicht anpunishable. Das heißt, Shield ist immer zweite Ebene Read. Und das kann ich schon was machen nach dem Downtrend. Also entweder der springt oder er springt irgendwas, ne? Keine Ahnung. Also, und das macht es halt so schwer, das Match. Neutral, Shield eigentlich. Weil ich sag, die meisten Marks haben halt keine Ahnung, wie man es neutral spielt. Und das ist das Problem. Kurz gefährdet gegen Marv nur ein Charakter, aber es ist nicht der Marv sein. Das ist einfach so. Die trainieren. Was braucht das? Die Falcon kann ich Fox-Kanne. Noch? Drei Spiele? Drei Sets? FC sitzen. Oder? Ich hab vier Sets. Ich weiß es nicht. Ja, vier Sets. Ich habe ja gerade gezählt. Rap war ein paar deswegen waren so panische C7 und dann musst du einfach ein Neutral gewinnen und dann war okay. Aber jetzt ist es halt so. Niki ist im Grand Final. Leute, das war crazy. Wir haben gestern mit den Homies geradet und die Challenge war auch bis 4 zu 10. Also, vier Leute mussten nachher in den Knopf drücken in der richtigen Reihenfolge. Wir haben 20 Minuten gestartet. Was das die ganze Zeit? Wegen den Franzosen. Weil die Franzosen immer wegen den Franzosen. Das ist ja wirklich wegen den Franzosen. Weil wir haben ja den Franzosen eine Number assigned. Wir haben gesagt, komm, you're number two. Und er hat es uns nicht verstanden, weil er Franzose ist. Und dann hat er einfach gehofft, dass er damit durchkommt, wenn er einfach immer den Knopf drückt, weil es ihm peinlich war zuzugeben, dass er nicht weiß, was zwei auf Englisch heißt. Dö. Hat er bedeckt. Ich hatte gehofft, die beiden hätten schon ausgegeben. Ich dachte, ich hätte auf der Ich hatte gehofft, dass die beiden schon ausgegeben gespielt haben. Eines ist der Grab, der schon. Das ist aber toll. Der Grab ist schon. Das war halt jetzt aber alles. Ja. Alter, schiebt. Oh, Hand war auch mal. Ich hoffe, sie hat Spaß. Der war richtig bei der Beine hier. Vicky, du musst auch in so Kontakt sein. Oh ja, dann bin ich mal. Wir haben doch auf Twitter drüber geredet, aber solches Medico mit uns ist. Ja, aber das ist nicht so richtig abhängig. Du musst das denen sagen, dann würden sie nicht hoffen. Ja, jetzt während des Games. Ja, schrei einfach. Hast du die anderen? Ja, ich habe das Wort nochmal angeguckt. Und einer von euch ein Bluescan-Code?
Ja. Und ich hab's. Ne, ich hab. Ich hab zwei, deswegen. Vielleicht. Ich hab einen Account, der bei mir benutzt. Ich hab das Gefühl, Twitter muss wortwörtlich irgendwie komplett auseinanderbrechen. Immer wenn ich versuche, Videos zu laden, so drauf kriegt man ein anderes Video anzeigen. Das hatte ich auch! Das ist diese Funktion, dass du so nach unten scrollen kannst, um nächstes Video zu kriegen. Mir wird nicht das Video angezeigt, drauf kriegt, sondern immer das nächste. Und manchmal sehe ich bei Quote-Retweets, dass unten den Retweet, und wenn ich drauf drücke, steht da, dass der seinen Account eingeschränkt hat. Das scrollt mich zu einem random Kommentar unter dem Retweet, das habe ich Ich bin einmal nur die Weltkarte durchgegangen.
Gracias.
dorthin. Ja, man sagt ja, das ist ja. Das ist ein bisschen so wie die Rentner. Man weiß nicht, ist da nicht so. Ja, ja. Wie schnell warst du? Ja, ja. Habe dabei mit Fast Charge, falls du brauchst. Oder Fast Charge. Achso, du hast ja Lightning. Serious. See any? May I see you? Come to Morietto. Huh? Come to Morietto.
You don't see with this. Okay, it's a word. Gotcha. See y'all. Früher hatten wir unser Jedos Hermannplatz gehabt. Ja, ich weiß. Oh, guck mal. Ja. Angepasst. Passiert öfters. Ich glaube, das ist auch die neueste Version. Also. Die meisten spielen ja eh nur noch auf Wii. Also. Ja. Achso, ist nur auf Gamecube. Ich möchte jetzt eine Gamecube. Oh, Leute, das ist ja schon wieder auf. Ja, Pico. Mopsch. Und dann halt Swiss, da braucht man. Es gibt halt einen Adapter, wo man unten diese Ports der SSD anschließen kann. Und dann kann man darüber spielen. Und halt jetzt Ja, mein Bruder hat sich ja jetzt auch eine NT-Messie geholt, eine NT-Messie. Aber kann man ja machen. Ja, und er hat sich Donkey Kong 64 ein bisschen geholt. Das hab ich gekackt. Weil der Chip in drin war kahl. Die Hülle war an der See. Nee, der hat es von so einem Retro-Game-Pod. Und aus den Niederlanden vielleicht hat es ein bisschen gekauft haben, jetzt über 500. Ja, weil von außen sieht es halt nicht wirklich aus. Ja, man hat ja auch hier gestern, das ist so ein Anverkauf-Ding. Ja, er hat halt Retro gemacht. Ja, gut, dann geht's. Ja, ich muss mir auch mal hier einfach da. Vor allem Everdrive kam ja auch mit PTSD auf Halbpasse. Aber wie ist das eine Bridge, dass der Score automatisch nicht mehr in der Zeit kommt? Es gibt bei dem 1 Score, aber ich finde das ziemlich riskant bei Sachen, zum Beispiel Zoos, Transformers, Rose Tappen, also durch Start. Aber ich möchte jetzt sag mal Sachen ausprobieren mit der Star GG Rocket Age. Das jetzt gibt. Dann kann man nicht mehr, dann muss man nicht mehr das benutzen. Nee, man kann Set Report, man kann Seeding machen und alles. Okay, das ist geil. Ich meine nicht. Mein Gott, da können wir dann extra machen. Okay, da muss ich dann. Es gibt halt eine Webseite, die habe ich halt benutzt, der irgendwie zu Seeding. Der guckt dann die Results von einem Spieler aus. Möchte ich mir eine Elektron aufbauen. Das ist Thank you.
Rechtsanstalt, die dann die Zeit teilt, die ganzen Events hat. Nee, mein Traum ist es, so bei jedem Setup Raspberry Pi zu machen mit Tasten. Wo man auch sagt, welche Wii dazugehört. Ja. Und dann halt auch mit Auto gefahren, mit direkt Charakter, weiß man, eine Datenbank oder. Ja. Obwohl ich meistens vielleicht Safe Strike eigentlich einfach so sage. Auch was ist vor, wenn ich hier nach links. Mir geht es nicht so schlecht, ich habe nicht so viel gegessen, ich habe in letzter Zeit einfach auch nicht mehr so viel getrunken, irgendwie bin ich so richtig
Top 8 vor Valerie. Ja, aber es ist ganz das ist ein bisschen so wie mit, kennst du den XKCD mit, ja, wir möchten, wenn die User ein Bild auf die Website laden, das ist mit Geodaten, mit GPS-Tag wird gar kein Problem. Und dann möchten wir, ob da steht, ob ein Vogel auf dem Bild ist. Gib mir ein paar Jahre. Oh, ist hier dabei! Es war eigentlich auch nicht so schwer umzusetzen. Ja. Im Winter. Ich muss gucken, weil ich aus Nürnberg komme. Soccer does not ignore Sally. Also wenn Leute, wenn du so hören, ich hab da nichts gegen, aber dann kriege ich das so an. Also nicht so, oh mein Gott, das ist illegal. Nein, so was für eine Scheiße, ich hab mein Gott, ich weiß nicht, was das ist. Das ist voll, ich hab sie nicht eingeladen. Die nächste Wahl. Ich auch schon sein. Zur Thank you.
Du hast es doch jetzt schon mit 2 von 3 abgesprochen. Ich kann doch gar nichts mehr dagegen sagen. Die anderen beiden sind doch dafür. Nein. Nein. Es ist eine demokratische Entscheidung, die getroffen wurde. Ich bin dafür. Ich würde bald schon mal reinhauen. Ja. Muss mal. Achso, du kriegst noch aus. Kann ich den Schlüssel anvertrauen? Ja. Nimmst du die Kasse mit? Kann ich machen, ja. Du kannst ja schon mal das Preisgeld raus. Ja, du kriegst sie auch noch. Ich? Das stimmt. Der Geldmann ist zu red, kann er. Hab ich verkackt. Mann. Ja. Man ist red, not genau da, wo ich mit dem vorbeigelaufen bin. War im Keller, waren die Pianisten. Das ist ein bisschen mehr angestrengt, ein bisschen mehr. Genügend Leute da zum Abbauen, wa? Ja. Ich habe 2 Setups runtergetragen. Dienst erfüllt. Nice. Alles klar. Spinn deinen Stream. Später. Vielleicht komme ich nächste Woche auch nochmal. Das war schön. Ja, du musst auch gucken, ob er nächste Woche kommt. Ja. Thanks. It's 1-1 right now. Ich hab das jetzt einfach zu sehen, aber Rick mich.
Was heißt denn?
ein Reset gegeben. Achso, ja, das gucke ich gar nicht, aber kann sein. Oh, ist over. Ich glaube nicht, dass ich nicht. Das ist echt überraschend. Ja. Geldmann hat gegen Nixred 3-0 gewonnen, ne? In Winners. Ja, und dann in Losers verliert er auf einmal 3-1. Das war komisch. Nee, er hat ja hier verloren. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine, er hat gegen dieselbe Person in Winners und einmal in Losers gespielt. Ach so. Und dann einmal hat er gewonnen. Ja, weil er ihn in Losers gekickt hat. Ja, ja. Aber ich finde es überraschend, dass das so fluktuiert. Ja, 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 ja. Man würde erwarten, der bessere gewinnt immer. Ja. Aber ist nicht so. Bin ich auch überraschend. Ja. Naja. Obviamente ti aspetto per la regola.